das war's mit den Alien Orbiter und weiter geht's. Oh Gott, jetzt kommst du sogar von hinten und von vorne. Ich glaube, ich das gleich hinkriege. Ich mag Minispielchen. Übrigens, TTW zu Kapitel 5. Boah, das war knapp. Aber ich sehe gerade, es gibt hier so einen kleinen Trick. Wenn der Mond den Bildschirmrand erreicht, habe ich glaube ich geschafft. Oh Gott. Wenn er den Bildschirm erreicht, bevor ich explodiere. Okay. Versuchen wir es nochmal. Wieder mit richtig geiler Mucke am Start. Das sind halt noch die Trümmerteile vom Alien Orbiter. Jetzt bleibe ich mal ein bisschen vorne. So, dann guck ich mal. Wow. Der geht runter. Das heißt, ich muss dann hoch. So. Ja, das sieht gut aus. Oh, da kommt noch ein Stück. Alles klar. Party ist zu Ende. Jim Dandy, Art Orbit, 14.47 Uhr. So Leute, wir sind wieder auf der Jim Dandy. Wir müssen den Doc befreien, wo auch immer er steckt. Und wir haben jetzt neue Waffen, wie ihr seht. Mal gucken. Ne, Uzi sind noch da. Aber diese Waffen, die ihr gerade eben gesehen habt, die werden auf jeden Fall nochmal wieder kommen. So, können wir uns das mal ausrüsten. Zack. Was mache ich denn da? So, so. Hopp. Ah, schon wieder diese Viecher. Ich hasse diese Viecher einfach nur. Okay, jetzt gucken, wo geht's weiter? Mensch! Kommt ihr nochmal oder was? Wow, Laser! Oh Gott. Das heißt, wir müssen den Laser ausweichen und versuchen möglichst nicht von oben getroffen zu werden. Gut, dass wir so viele Lebenspunkte haben. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Mit Kurt hatte ich ja nur so wenig Lebenspunkte. Hops, das einen brauchen wir noch. Aua. Wozu gibt's sowas überhaupt in ein Schiff? Könnt ihr mir das verraten? Oh, jetzt kommen die brennenden Viecher. Oh Gott. Okay. So, mal gucken, ob wir ein bisschen Batterien finden. Alter. Ah, da ist eine Batterie. Sehr gut. Oh, ich hasse diesen Part. Ich muss sagen, ich habe ja nichts gegen Max. Also er spielt sich... Es geht eigentlich. Also er hat die beste Feuerkraft, ist klar. Aber... Moment, da kamen wir her. Wir müssen nach weiter runter. Aber seine Parts sind einfach verdammt anstrengend. So, und Kurt ist ja jetzt auf dem Weg zu Schwenk. Während wir versuchen, den Doktor zu befreien. Und wie gesagt, ich bleibe bei Kurt. Ich mag eigentlich seine Parts immer noch am liebsten. So. Haben wir schon mal seinen Kokon zerstört. So, was ist hier los? Party! So, was haben wir hier? Ein... Ach, hier, das ist so ein Observatorium. Kommen wir hier durch? Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Okay, die Tür ist kaputt. Und jetzt? Können wir jetzt vielleicht weiter? Ich weiß es nicht. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist immer noch kaputt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Ach, hier unten. Bestimmt blank. So. Da haben wir noch eine Batterie.
Oh, die Mucke ist einfach der Knaller. Wie gesagt, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich den Soundtrack, falls ich es nicht schon gemacht habe, einfach mal mit hochladen. Da, da. Und jetzt nochmal solche Fettis. Wo sind sie? Ne, jetzt kommen die Roboter. Stimmt. Und wer sich den Titelfolge durchgelesen hat, da hieß es ja Dog Eats Dog. Es geht auf jeden Fall um Maschinenhund gegen Maschinenhund. Allgemein werde ich jetzt hier sehr gegen viele Roboter kämpfen müssen. Also reiner cyber-technischer Krieg hier. Okay. Wow, da sind diese ganzen Fetten. So. Okay, der ist down. Ah, wir haben nicht sehr viel Munition. Jetzt sind wir in der Bibliothek vom guten Doc. Oh Gott. Da müssen wir echt aufpassen. Oh, was ist das? Ja, das war noch von seinem Schuss. Oh Gott, ich hau ab. Die Tür ist nein. Kaputt. Warte, hier können wir noch lang. Wir müssen hier von Gang zu Gang kommen. Durch unser eigenes Schiff. Oh. So, noch eine Waffe. Warum auch immer die in dem Schacht ist. Ist ja die Frage. Frage ich mich bei vielen Videospielen immer, warum die Schächte immer oder irgendwo immer Waffen versteckt sind. Es wäre ja natürlich blödsinnig, wenn wir gar keine Waffen finden würden, weil dann würden wir irgendwann gar keine Munition mehr haben. Aber es ist schon, gibt einen schon zu denken, warum Max seine ganzen Waffen hier verstreut hat. Oh Gott. Okay, die Ehens versuchen auf jeden Fall das Schiff mit Kokons zu befüllen. Was? Ich höre was. Wo sind die? Machen wir die Kokons. Kokons können wir nicht kaputt kriegen, okay. Ah, hier. Nochmal ein paar Roboter. Gucken wir mal, ob sie sie irgendwie kaputt kriegen. Ich glaube, irgendwo kann man sie zerstören oder abschalten. Und es entstehen immer wieder neue. Habe ich jetzt so den Anschein. Okay, alles klar, der ist down. Hier ist es auch nicht. Vielleicht hier hinten. Das sieht schon mal gut aus. Ah, hier. Und wir haben die ersten Plattformen aktiviert. Oh Gott. Ja, es werden Aliens hier angezüchtet. Da hinten haben wir auch noch einen. Was macht denn diese komischen Geräusche? Sind das die Roboter? Ah, nein! Okay, jetzt müssen wir warten, bis das Schild, das Ding wieder da ist. Ah, Mann, immer diese Warterei. Und ihr seht, das geht ziemlich weit hoch. Also die haben ja sich sehr gemütlich gemacht. Fangen jetzt schon an, das Schiff zu infiltrieren. So, ich komme dem mal zuvor auf dieser Plattform. So. Okidoki. Jetzt geht's nach oben. Ein Glück, dass wir uns bewegen. Haben wir einen Vorteil. Ist hier noch einer? Okay, sie werden wieder erzeugt. So, jetzt gucke ich mal mich hier gleich mal um. Ich habe wirklich das Gefühl, ja, ich glaube, die werden immer wieder gespawnt. Das ist nicht sehr schön. Was ein bisschen komisch ist, dass... Na gut, Roboter werden ja nicht durch Biomasse erzeugt. Aber da sieht man auf jeden Fall die Aliens organisch. Und das nächste Schild. Und jetzt weiß ich, warum die Dinger kaputt gehen. Das Schild fährt nämlich durch diese Teile durch. Nehmen wir uns am besten gleich mal die Plattform ran. Hier war ja keine Munition, soweit war.
der auch noch. Und der noch. Ich glaube, es werden immer mehr. Habe ich so das Gefühl. Aber wir sind schon sehr weit oben. Und da jetzt raus. Steuerungskonsole. Immer nur dieses Rumgeballere hier. Also auf was baller ich denn da? Ach, da war noch einer gewesen. Okay, wir suchen uns noch... Oh Gott. Wir suchen uns noch Munition. Alter, das bringt fast gar nichts. Das lehrt mich auf jeden Fall nie wieder auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Das war noch nie so extrem wie jetzt. Ich frage mich, wie es dann bei Jinkes ist. Alter, glaube ich, da ist es nur so, dass man statt noch mehr Einheiten... Einfach noch mehr... die werden einfach nur stärker. So. Hier können wir nämlich nicht lang, oder? Die Tür ist kaputt. Jetzt machen wir erstmal alle Roboter platt. So. Ich habe nicht mehr viel Munition. Oh Gott, wie viele da kommen. So, wo ist denn das andere Ding? Ach, da ist das andere Ding. So, jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen ausweichen, bis die Plattform wieder da ist. Wo ist denn die Plattform? Ach, da ist sie. So, den noch erledigen. So, okay. Und wir haben die Plattform. So, du triffst uns nicht. Wir sind einmal viel zu schnell für dich. Okay. So, letzte Plattform. Oder letzter Bereich. Oh, hier ist eine Batterie und alles drin. Okay. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier definitiv rein. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Schalter ist. Wenn wir wenigstens den Spawn ein bisschen ausschalten könnten. Na, aber das geht ja irgendwie nicht. So, ist es hier? Auf jeden Fall können wir hier durch. Da müssen wir nachher abhauen, aber ich gehe nicht ohne meine Munition. Ich gehe niemals ohne meine Waffe. So, hier. Alles klar. Und damit sind die letzten Behälter offen. So, die Batterie. Das hat jetzt viel gebracht, weil wir danach sofort getroffen wurden. So, den noch erledigen. Was haben wir hier? Schrotflinte. Schrotflinte ist zwar langsamer, aber hat eine sehr starke Feuerkraft. So, der ist auch down. Der hatte auch nichts gehabt. Oh ne, haben wir zu lange gebraucht. Scheiße. Da war doch mehr gewesen. Das ist alles despawned, wie man so sagt. Gut, dann müssen wir jetzt mit zwei Waffen weiter. Was soll's? Hat sich ja sehr gelohnt. So, was haben wir denn hier? Warte mal, das ist der Mittelpunkt. Das ist eine Waffe. Scheiße, da kommen wir nicht mehr ran, oder? Doch. Yay, eine Gässling. Und da ist auch noch eine Gässling. Oh Gott. Und schade, sie sind runtergefallen. Oh. So, mal gucken, wo wir lang gehen können. Die Tür ist kaputt. Ah, Mann. Ihr Potzenviecher. Hab ich nicht gesagt. Kaputt. Klo? Das Klo können wir gehen. Was für ein Roboterhund natürlich ein bisschen seltsam ist. Was machst du denn auf Toilette? Geh raus da!
Oh, die haben das wenigstens repariert. Das ist aber nett von euch. Oh. Von einer Musik in die nächste. So, was erwartet uns denn jetzt? Also ganz ehrlich, diese brennenden Viecher oder allgemein diese kleinen Viecher, die herumspringen, die sind so nervig und so unnütz. Mensch, wo geht's denn lang? Aha! Oh, noch mehr Schrotflinten! Oh, nö! Müssen mal gucken, die haben manchmal Risse in den Wänden. Wow! Oh! Wo kommen die überhaupt her? Das ist so eine Sauerei, ist das? Achso, die kamen von oben. Aus den oberen Schächten. Mal gucken, dass ich hier ein paar Secrets oder sowas kriege. Also ein paar Items. Wartet. So. Hier links ist nichts mehr, wa? Gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. Boah. Oh, so viel hier ist links. So, jetzt wird aufgeräumt hier. Boah, 200 Schuss haben die. Okay, die spawnen immer wieder. Wir müssen jetzt ihren Spawnpunkt finden. Ja, wo ist der Spawnpunkt? Wo geht's hier weiter? Warte mal, hier ist eine Öffnung. Gehen wir mal hier rein. Ignorieren wir einfach mal die Gegner. Warte mal. Ist das derselbe Raum? Ne, ist ein anderer Raum. Aber auch so ein Frachtraumbereich. Was ja eigentlich schlau ist, weil wenn wir überlegen, wir wurden ja in der ersten, also im MTK1 richtig gut versorgt. Das muss ja von irgendwo herkommen. So, wo geht's jetzt hier weiter? Nervt mich, dass die immer wieder kommen. Spawnen. Da rein müssen wir, oder? Ah, ne, geht nicht. Und vielleicht hier irgendwo links. Da. Da geht's lang. Alles klar. Was? Lenkraketen? Alter. Alles klar, jetzt sehe ich gerade, die Räume wiederholen sich. Und wie sollen wir denn da reinkommen? Oh, was war das denn? Ich habe sie nur am Kopf erwischt, leichte. Ah, okay, wo geht's jetzt hier lang? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich kann nämlich mit Ewigkeiten die Gegner abballern. Warte mal, dann nehme ich mal die Waffen raus. Kann ich ein bisschen so rumballern. Das bringt auch nicht viel. Okay. Also hier waren wir schon mal. Das führt nur im Kreis. Müsste doch irgendwo einen Schalter geben oder sowas. Ich gehe nochmal zurück. Das ist eine Öffnung. Da kam aber nicht her, oder? Wobei, wir müssen ja irgendwo hergekommen sein. Ist die Lösung meistens leichter, als man denkt? Wartet mal. Da hinten. Da geht's nicht weiter, da ist nur, da geht's nur wieder zurück wahrscheinlich. Das nervt mich, dass hier immer wieder Gegner kommen. Das macht das, das ist wieder beschissen. So, du schubst jetzt erstmal.
So, du stirbst. Spawnt nicht so viel neu. Dann habe ich gar nicht noch ein bisschen gucken. Oh ja, sie spawnen wieder neu. Warte mal. Nee, das schafft man gar nicht. Also hier kommt man nicht weiter. Das Ding geht auch gar nicht auf. Kommen wir überhaupt zurück? Nein. Also wir können nur durch diesen Kreismechanismus wieder von einem Raum in den nächsten kommen. Mensch! Warte, ich save mal kurz ab, weil wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich das Ganze nochmal von vorne machen. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. So. Oh Mann. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Hä, wie habe ich das denn geschafft damals, vorhin? Damals, ist schon so lange her. Mensch! Boah, Alter. Da war es ein dickes Hell. So, und jetzt hier rein. So, und es geht nur einen Gang lang. Also klärt das nur hier rein. Also müssen wir hier was machen. Vor allem, wo die immer herkommt, frage ich mich. Da ist nichts. Ja, ballert mich ruhig ab. Ist mir egal, ich hab's eh gespeichert. Am besten suche ich mich erstmal hier durch. Und gucke erstmal, wo es lang geht. Dann ist mir der Schaden nämlich auch egal. Dann kann ich ihn nochmal laden. So, hier ist nichts. Ansonsten schneide ich das. Weil ich will auch nicht die ganze Zeit, dass ihr meine Aggression mitbekommt, während ich hier suche. Ach, hier. Oh, gut, Leute. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch gerade geschnitten. Für die Leute, die... Oh Gott, ey. Das... Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich da gesucht habe. Alter! Alter! Da kann ich gleich nochmal neu laden. Ich sehe aus wie kaputt. Alter, so viel Zeug. Jetpack kriegen wir. Eine fette Batterie. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, warte mal, die... Kann man die Schrotflinte wegschmeißen? Moment, ich verballer jetzt mal kurz, die Schroti. Das andere ist eine Uzi. Die Schrotflinten sind ja eigentlich scheiße. Warte mal, dann machen wir mal die Schrotflinten alle. Es gab irgendwo einen Trick, wo man sie wegschmeißen kann. Ich komme jetzt noch nicht drauf. Verballer sei einfach nicht weg. So, la 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 la. Die Uzi mitnehmen und wir können die nächste Gessling mitnehmen. So, ich habe meine schönen Waffen noch wieder. Ich habe die vorhin so verballert, weil ich die Räume geklärt habe. Das war schon wieder so ein, ich weiß nicht, das war schon fast ein Rage-Moment. Ich hätte beinahe aufgegeben. So. Okay. Okay, wir müssen den Ding immer hinterher schweben. Ich habe nicht gespeichert. Das müssen wir jetzt also auf Anhieb schaffen. Wenn ich das jetzt verkacke und da reinfalle, ich will mir das ein bisschen angucken, wie das aussieht hier. Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie das Maschinen, wie ein Maschinenraum, das Getriebe mit Atommüll. Also ganz ehrlich, die Jim Dandy sah noch nie so riesig aus, aber wenn wir überlegen, was für Levels hier wir durchlatschen und mit Hawkins sogar schon durch sind, ist schon krass. Ich glaube, wir würden es ohne dem Ding nämlich nicht so weit schaffen. Ich glaube, wir müssen nämlich... Alter, das war knapp. Wir müssen nämlich in den Dings da rein, in den, in den Rohr da hinten. Seht ihr das? Da müssen wir, glaube ich, rein. Alter, das ist jetzt hier sehr Geschicklichkeit. Aber ich glaube, später wird Mad Max noch viel anderes Zeug kommen mit Geschicklichkeit und so. Wo führst du mich denn hin? Blödes Teil. Alter. Das sieht schon gewaltig aus, muss ich sagen. Das Gepinge geht einen überhaupt nicht auf den Nerv.
Aber wir müssen immer ein bisschen lassen, weil wenn ich zu schnell runterfalle, seht ihr ja, dann war's das. Tete Wete. Okay. So, ich bleib mal. Okay, schön wieder dranbleiben. Das war knapp. Ja, wie ich es mir dachte, wir müssen jetzt in den Dingen rein. So, los geht's. Wow. Wir hatten noch 13 Gas übrig. Oh. Nein. Was ist denn das für eine verfickte Scheiße? Und wo landen wir jetzt? Boah, willst du mich verarschen? Leute, ich schneide. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. Alter, ey, ganz ehrlich, nochmal diese ganze Scheiße zu machen, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Aber was ist denn das für eine fiese Scheiße hier? Wenn wir jetzt hier runterfallen, sind wir platt? Oder kommt das Ding mit? Ich guck nochmal runter. Ne, wir haben die Gasflasche nicht mehr. Das kann man doch gar nicht überleben. Wir fallen jetzt nämlich hier runter und sind tot. Oder können wir einen auf diesen Plattform bleiben? Ich hab Angst. Oh Gott. Ach man. Okay, nochmal. Also, wir müssen auf jeden Fall auf diesem Ding landen, auf dem Rohr. Und dann irgendwie auf das Ding da. Hey! Alter, ich kann mich gar nicht an diesen Abschnitt mehr erinnern. Ich habe gar kein Gas mehr. Was sollen wir denn da machen? Wir müssen warten, bis wir hintreiben, oder wie? Vor allem vorhin die ganze Zeit übelst die Mucke. Ich mach mal so ein Test-Save jetzt. Moment. Also noch ein Save. Achtung. Weil wenn das falsch ist, was wir jetzt hier machen, dann habe ich mich verspeichert. Ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt geplant. So. Ja, du fragst dich bestimmt, was du hier machst. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ah, und da hinten geht es bestimmt weiter. Woran mich das Ganze hier erinnert, ein bisschen an Highfly. Von wegen, du erwischst mich nicht. So. Wir müssen dann darüber, dann auf das große Fass und dann da hinten lang. So kann ich mir vorstellen. Eigentlich cool gemacht, muss ich sagen. Dass ja eigentlich nur Trümmerteile im Ding schwimmen. Müssen wir auf den Dingern rumspringen, oder was? Na, das kann ja heiter werden. Okay. Ich ignoriere ja die Dinger einfach mal. Ich ignoriere die Dinger mal und gehe mal hier rüber. Ich musste rübergehen. So, noch ein kleines. Jetzt save ich trotzdem nochmal ab. Ich will ja nicht alles nochmal von vorne machen. Ganz ehrlich, jetzt musste ich schon in diesem Part zweimal schneiden, weil dieses Spiel sich hier sehr in die Länge zieht. Beziehungsweise, weil irgendwie dieses ganze Level nur dafür aus ist, um uns fertig zu machen. Hops. So. Jetzt müssen wir nur noch zum Rohr, dann da hoch und dann sind wir durch. Alter, guckt euch mal an, wie groß das hier alles ist. Und dieses Schiff, die Jim Dandy, die sah so klein aus, so süß, so ein kleines Raumschiff. Weißt du, was ich meine? Und das soll das Dock alles selbst gebaut haben? Das ist unfassbar eigentlich, weil, guck mal, dafür brauchst du doch mehrere Männer. Alter! Das scheiß Fass bewegt sich, wow. So, alles klar, wir haben es geschafft, wir sind durch. So, und bevor jetzt irgendwas Schlimmes wieder passiert, mache ich nochmal einen Speicherpunkt. Speicher, Speicher. So. Alles klar, Leute. Jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall bräuchten wir, obwohl Lebensenergie brauchen wir nicht unbedingt. Oh. Du brauchst einen kräftigen Schlag mit einer Zeitungsrolle, du kleiner Bastard. Das Papierzeitalter ist vorbei, Dickkopf. Dein mieses Herrchen hat ein ebenso mieses Hündchen aufgezogen. Erlaube mir dir zu zeigen, wer der Herr ist.
schön mit den anderen Hündchen. Oh Gott, aua. Hey, wegrennen wird nicht. Okay, was haben wir hier? Hier ist irgendwie eine Sphäre. Hinterher. Bosskampf und jetzt geht's Hund gegen Hund. Ich weiß nicht mehr, wie man den besiegt. Wo ist der denn hin? Ah, er schießt ans ab. Alter. Ach, der hat hier so eine Blase. Wo ist der? Ach, Doc hängt in der Blase und feuert uns an. Mad Max. Scheiße, das Vieh heilt sich. Wo ist der? Wo ist der? Da. Wow. Alter, und jetzt hat er sein Schild aktiv. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Warte mal, hinten ist irgendwas. Eine Gaspulle. Sehr gut, damit können wir wieder hochkommen. In der Luft sind wir ein bisschen stärker. Wir haben nur noch 94 Lebenspunkte. Wo ist er? Steh auf, du Schwächling. Ist aber kein gutes Anfeuern. Wo ist er denn? Wo ist er? Er kann sich niemals ganz voll heilen. Das ist schon mal gut. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Ist auf der anderen Seite, wa? Uzi? Oh, da. Irgendwas verfolgt mich. Oh Gott. Haltet durch, Doc. Wo ist der denn jetzt? Ist der verbuggt oder so? Wo steckt der? Egal wo der ist, der hat eine sehr blöde Position. Der trifft uns, aber wir treffen ihn nicht. Da ist er. Du heilst dich nicht. Ah, jetzt haut er ab. Wir gleich mal hinterher. So, jetzt wird er sein Schild wieder aufladen. Großer. Kuckuck. Ach, hier am Computer hat er sich immer aufgeladen. Mensch. Oh Gott. So, jetzt machen wir dich platt. Oh oh, Munition geht aus. Okay, wir müssen warten, bis er raus ist. So, jetzt nehmen wir mal die Raketen. Na los, komm raus. 63 Lebensenergie. Komm schon. Also er kann nur von der Seite kommen. Nein! Oh nein! Ich hab mich selbst in die Luft gejagt. Oh, nochmal. Oh, tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Okay.
Dann mal los. Mit 194 Lebenspunkten. Kann man das nicht überspringen? So, jetzt aber. Ah! Das ist so unfair. Was? Der kann sich teleportieren. So, nehmen wir gleich die Raketen. So, alles klar. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Wenn wir runterfallen, wissen wir auch, was wir machen müssen. Ich weiß noch nicht, wie oft wir ihn runterhauen müssen. Wir haben ihn auf jeden Fall jetzt schon bis zur Hälfte gekriegt. So, jetzt hat er sich wieder ein bisschen geheilt. Okay. Jetzt rennt er da rüber. Okay, das hat gesessen. So, jetzt nehmen wir mal alle Waffen, die wir haben. Alles klar, wir kriegen immer wieder Waffen und Munition. Das ist sehr gut. So, jetzt kommt er wieder raus. Mal sehen. Alter. Der ist platt. Der ist fast down. Und die Rakete, wie ihn immer weiter verfolgt. Scheiße einfach, dass wir ihn nicht einfach besiegen können. Das scheiß Schild ist im Weg. Bis was hatte der da unten vorgehabt? Das frage ich mich. Also ob da vielleicht noch irgendwie eine Strategie oder so dahinter ist, die man besiegen kann. Jetzt müssten wir ihn eigentlich platt kriegen. So, komm. Oh Gott, mein Schild! Ich meine, mein Saft. So, wo rennt er denn jetzt hin? Da komme ich auch nicht weg. Okay, alles klar. So, nimm das, du Vieh! Platt ist er. Wir sind der einzig bessere Bobberhund. Alter Köter! Willkommen auf dem Schrottplatz! Max! Schön, dich zu sehen, mein haariger Freund. Auf zum Schiff! Noch nicht. Wir müssen noch für eine Überraschung sorgen. Nun, wo auch immer dieses Portal hinführt, es gibt dort sicher Ärger. Fass sie! Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Doc. Ich schmeiß besser die Reaktoren an. Ich hab noch viel zu tun.